Ich freue mich, dass wir Andreas Rimkus gewinnen konnten, an dieser Diskussion teilzunehmen. Er sitzt neben mir, Abgeordneter des Deutschen Bundestags und stellvertretender verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Außerdem begrüße ich herzlich Werner Diewald, den Vorsitzenden des Deutschen Wasserstoff- und Brennstoffzellenverbandes, sowie Dominik Herle mir gegenüber, der aus dem Strategieteam von HYPOS, the Hydrogen Power Storage and Solutions East Germany, eine der sich strukturentwickelnden Regionen in Deutschland. Darüber werden wir sprechen. Und Sie können natürlich auch gerne Fragen stellen in dieser Diskussion. Herr Diewald, wir haben viel in dieser Woche hier auf dem Podium darüber gesprochen, wie Wasserstoff, wie grüner Wasserstoff wichtig ist für die Energiewende, wie ein Transportmedium für erneuerbare Energien ist. Was wir eigentlich wenig besprochen haben bisher, ist, was ein ökonomischer Faktor eigentlich ausmacht. Wie sehen Sie diesen ökonomischen Faktor, Herr Diewald? Ich sehe diese Wasserstoffindustrie, die jetzt vor uns liegt, oder wo die Möglichkeiten, die wir haben, als einer der ganz, ganz großen Chancen, dort, wo wir Strukturwandel erleben, und wir werden ihn nicht nur in der Kohleindustrie leben, sondern auch in der Automobilindustrie leben, dort sozusagen mit mehr Arbeitsplätzen wieder nach Hause zu gehen. Wir sehen einfach, dass die Studien, es gibt eine Studie für die Welt von McKinsey, dort erwartet man 30 Millionen Arbeitsplätze, neue Arbeitsplätze in der Wasserstoffindustrie. Und ich glaube, diese Chancen gilt es einfach zu nutzen. Wenn ich zum Beispiel in die Lausitz gucke, Mitteldeutschland, Kohlerevier, den Leuten müssen wir was bieten. Und wenn wir uns hier umgucken und die Geräte uns angucken, das ist halt in meinen Augen klassischer Maschinenbau. Da ist viel Rohrleitung, da sind viele Schrauben drin, da ist viel Stahl drin. Und ich glaube, dafür brauchen wir eine vernünftige Industriestrategie. Und wenn wir die haben, dann können wir den Leuten viel mehr Arbeitsplätze geben. Wir sind von fast keinem Rohstoff oder seltenem Rohstoff abhängig. Also es ist ein normales Community. Und wir müssen es halt nur richtig machen und jetzt anfangen. Herr Rimkus, Sie sind ja sozusagen inoffizieller Wasserstoffbotschafter des Deutschen Bundestages, könnte man eigentlich sagen. Genau. Haben das eigentlich schon alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages verstanden, wie wichtig Wasserstoff als Wirtschaftsfaktor ist? Nein, haben die definitiv noch nicht verstanden. Wenigstens alle in der SPD-Fraktion? Ja, also ich bin nah dran, sagen wir mal so. Das Entscheidende ist, dass wir begreifen müssen, dass wir eine Stromwende eingeleitet haben. Aber um aus der Strom- und Energiewende zu machen, braucht man das Gas. Denn ich bin nicht nur, und das war ich in der letzten Wahlperiode, der stellvertretende Sprecher für Verkehrspolitik meiner Fraktion. Ich bin jetzt im Wirtschafts-Energieausschuss mit den gleichen Themen. Aber von Hause aus bin ich Elektromeister. Und wenn ich nicht im Mandat bin, baue ich für ein ziemlich großes kommunalen Netzbetreiber, baue ich Stromnetze. Und das schon mein Leben lang. Also alles zwischen Kraftwerk und Steckdose. Und deswegen weiß ich, dass die Zukunft eine gasförmige ist. Wir werden die schieren Mengen und die Leistungen, die wir benötigen, um Spitzen und Senken zusammenzubringen, werden wir eben nicht nur über das Stromkabel hinbekommen. Wir brauchen dafür Gas und Gasleitungen. Und wenn wir beim Gas sind, sind wir beim grünen Gas, natürlich, weil wir auch da nachhaltig werden wollen. Und wenn wir beim grünen Gas sind, sind wir ganz schnell beim Wasserstoff. Und deswegen habe ich behauptet, dass ich der Gründer des geheimen Wasserstoffkonsortiums im Deutschen Bundestag bin. Und wenn ich jetzt schon zum inoffiziellen Botschafter geworden bin, nehme ich diesen Titel auch sehr gerne mit. Denn wenn der Werner Diewald davon gesprochen hat, dass wir weltweit ein Potenzial haben von 30 Millionen Arbeitsplätzen bei etwa 80 Exajoule, die wir sammeln können, dann können wir das runterrechnen. Die Kommission hat für Europa berechnet 5,4 Millionen Arbeitsplätze mit einem Umsatzvolumen von nahezu einer Billion Euro. Und ich finde, da steckt eine Menge Business Cases drin. Und das ist auch das Schöne, was wir jetzt neu schaffen können. Wir können nämlich die Erzeugung, den Transport und die Verteilung regulativ beherrschen. Da wissen wir, was wir machen. Den Speicher haben wir noch nicht. Wir könnten also einsteigen in eine ganz neue Industrie, in eine Speichertechnik, die im Übrigen alles an Fachkompetenz benötigt, nämlich vom MON bis zum Ingenieur. Und damit hat der Sozialdemokrat in mir dann auch sozusagen auch schon erklärt, was mein Impact ist, warum ich so intrinsisch motiviert bin, auch als Botschafter aufzutreten, weil ich glaube, dass wir die nachhaltige Welt, die wir schaffen können mit einem hohen Beschäftigungsgrad, mit einem hohen Grad an Innovationsfreude, mit einem hohen Grad an Wertschöpfung, den wir halten können, den wir nicht abgeben müssen. Und insofern
ist das, wie ich finde, eine der wichtigsten Aufgaben der Politik jetzt, eine industriepolitische Vision aufzumachen für diese moderne Speichertechnik. Herr Herle, wir reden ja davon, dass es gerade eine Chance für strukturschwache Regionen sind. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie das gerne hören, dass Ihre Region so zwischen Leipzig, Halle und Dessau eine strukturschwache Region ist. Aber wenn man an Bitterfeld denkt, denkt man natürlich an viel Industrie und viel, was da auch kaputt gegangen ist. Und gleichzeitig ist da so unglaublich viel, was sich sehr, sehr eignet für Wasserstoffwirtschaft, oder? Genau, die Region ist prädestiniert für eine Wasserstoffwirtschaft. In der Hypos-Region gibt es eine 150 Kilometer lange Wasserstoffpipeline. Die gibt es aus einem Grund, nämlich wir haben hier große Verbraucher. Wir haben in Leuna eine Totalraffinerie, die braucht sehr viel Wasserstoff und wir haben die chemische Industrie. Und die Wasserstofferzeugung aus Erneuerbaren, also Elektrolyse, ist hier eine große Chance, auch die chemische Industrie zu dekarbonisieren. Das heißt, wir kommen da auch wieder in ein Problem rein. Wir müssen die chemische Industrie, dass die vor Ort bleiben kann, müssen die auch CO2-Einsparungen machen. Und wir haben ja jede Menge chemische Industrie gerade dort, ne? Ja. Also von Leuna angefangen. Und man kann über den Grundstoff Methanol kann man die chemische Industrie einfach dekarbonisieren und dazu brauchen wir eine Großelektrolyseanlage. Ein Beispiel für ein Projekt in der Region gibt es Überlegungen, eine Salzkaverne eine Salzkaverne auf Wasserstoff zu machen, um große Mengen Gas zu speichern, Wasserstoff zu speichern. Weil eine Raffinerie beispielsweise braucht eine kontinuierliche Versorgung von Wasserstoff. Und mit fluktuierenden Energien muss man eben einen großen Zwischenspeicher vorantreiben. Und da können wir Weltmarktführer werden und Technologien exportieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und Schaufenster sein. Herr Diewald, es gibt ja diese Wasserstoff-Roadmap Europa, europaweit. Wie viele Jobs stehen da auf dem Spiel oder sind da möglich zu schaffen? Ja, wie Andreas Rimkus eben sagte, 5,4 Millionen Arbeitsplätze. Das ist, glaube ich, eher konservativ angenommen. Bei knapp 1 Billion Euro Jahresumsatz. Das ist realistisch. Um das mal zu sagen, alleine in Zahlen, wenn wir 10% an E-Fuels machen wollten in Deutschland, brauchen wir 20 Gigawatt Elektrolyseleistung. Wir brauchen bei 20 Millionen Autos, die wir als Brennstoffzellenfahrzeug, das ist die Hälfte, was wir sonst haben, 17 Gigawatt Brennstoffzellenleistung, die jedes Jahr gebaut wird. Also da ist richtig was zu holen und sprach es eben an, Herr Herle. Wir können ja auch exportieren, wir müssen ja nicht nur für unseren heimischen Markt machen. Sprich die 5,4 Millionen, mögen die anderen Mitgliedstaaten nicht so hören, brauche ich ja nicht die 27 teilen, sondern es geht dazu, wer zuerst kommt, der wird halt dann auch die meisten Arbeitsplätze davon sich kriegen und da sollten, also ich sehe das einfach schon als wahnsinnige Chance, wo wir auch in der Automobilindustrie jetzt einfach sagen müssen und mal gesund abwägen müssen. Nicht nur Effizienz, das reine Elektron zählt, sondern wie viel volkswirtschaftlichen Mehrwert habe ich an der einen Stelle und wie viel an der anderen, wie viel Unabhängigkeit, also es ist sehr, sehr komplex. Geopolitisch habe ich bei der einen Technologie und bei der anderen Technologie. Und da muss ich halt gucken, vielleicht nicht, wo ich nur, also Technologie offen bleiben, aber wo setze ich meine Schwerpunkte und wo nicht. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, habe ich in meinem Studium gelernt, Time to Market. Das heißt, wir dürfen nicht mehr lange drüber reden, sondern müssen einfach anfangen und es jetzt tun. Sonst sind die 5,4 Millionen Arbeitsplätze definitiv nicht in Deutschland. Herr Rimkus, aber es ist immer ein bisschen schwierig zu argumentieren zwischen potenziellen Arbeitsplätzen, die es noch nicht gibt, und Arbeitsplätzen, die jetzt da sind und womöglich abgebaut werden. Also Herr Dies hat da ganz gute Argumente auf seiner Seite oder... Naja, der Herr Dies hat auf jeden Fall auf seiner Seite die Not, dass der VW-Konzern offensichtlich viel zu lange geglaubt hat, dass wir das nicht ernst meinen mit der Nachhaltigkeit im Verkehrssektor. Ich darf das sagen, meine Fraktion ist die einzige im Deutschen Bundestag, die einen Beschluss gefasst hat, sehr wohl auf der einen Seite ambitionierte Flottenemissionsreduktionspfade einzunehmen. Also diese 37-38% schwebten uns auch vor, nicht nur bei PKWs, leichten LKWs, aber auch bei den LKWs finden wir, kann man was machen. Aber wir haben auch gesagt, es muss eine zweite Säule geben, nämlich die Möglichkeit, dass wir, auch weil wir wissen, dass im Rahmen des Effort-Sharing wir natürlich dann auch verpflichtet sind, im Sektor möglicherweise Strafzahlungen zu leisten, dass wir einen Hochlauf benötigen von elektrischen Fuels, von Wasserstofftechnologien. Das ist sozusagen bei uns verabredet worden, ist Stand unserer Politik.
und müsste jetzt nur noch vom Gesamthaus verstanden werden. Aber ich sehe Hoffnung am Ende des Horizonts im Tunnel, weil auch klar wird, dass wir auf der einen Seite Batterie benötigen. Ja, natürlich, ein Fahrzeug, was sich nur in der Stadt bewegt, mit kurzen Wegen, was mit niedrigen Ladeleistungen auskommt, das wird ein batterieelektrisches Fahrzeug sein. Ich selber übernehme morgen einen Elektroroller. Der hat natürlich zwei Akkus an Bord, der hat keine Brennstoffzelle an Bord. Das wäre auch im Moment noch ein bisschen gewagt, das zu machen. Aber sehr wohl gibt es eben Fahrzeuge und Transportanwendungen, wo wir eben nicht hinkommen mit einer reinen Batterieelektrik. Das ist spätestens bei den LKWs der Fall, aber mindestens bei den Flugzeugen, bei den Schiffen wird es deutlich, was wir brauchen, um der Luftfahrt zu helfen, dass die auch selber dekarbonisieren kann oder defossilisieren kann. Weg vom Kerosin brauchen wir eben elektrische Fuels. Und ich glaube, jetzt einzusteigen bedeutet, jetzt auch einen Markt zu schaffen. Wenn wir nämlich warten würden, das hat Werner Diewald richtig ausgeführt, macht das Rennen, machen das andere in der Welt, im Zweifel sogar in Europa. Wir gucken dann zu, weil wir geglaubt haben, wir müssten sozusagen einen Konzernweg alleine gehen. Ich nehme zur Kenntnis, dass in diesen Tagen andere Automobilkonzerne zu anderen Ergebnissen gekommen sind, die ebenfalls Weltkonzerne sind. Und sagen, nee, diese Tailpipe gehen wir nicht ein, ist uns zu risikoreich. Wir werden sowohl Akkumobilität als auch Brennstoffzellenmobilität in den Vordergrund stellen. Ich persönlich glaube sowieso, dass die Frage der Hybride uns noch lange beschäftigen wird, bis wir mal dazu kommen, dass wir komplett elektrische Antriebe haben werden. Aber der elektrische Antrieb ist doch eigentlich egal, was ich für einen Speicher habe. Der Speicher muss passen. Das muss der richtige Speicher sein. Und insofern besteht da eine Chance. Und das propagiere ich, wo ich kann. Ich sage das für meine Heimatregion, ich komme aus Düsseldorf. Auch wir haben so eine Pipeline schon seit den 38er Jahren, über hunderte von Kilometern durch Nordrhein-Westfalen. Wir haben Industrieanwendungen, wir würden da gerne viel machen. Und da ist der Verkehr sozusagen ein, wenn man so will, die direkte Sichtbarkeit. Mindestens bei der kommunalen Flotte, Müllfahrzeuge und sowas werden wir jetzt auf Wasserstoff ausbringen. Und am Ende ist ein Brennstoffzellenfahrzeug auch nur ein elektrisches Fahrzeug, wie Sie sagen, eben nur mit einer anderen Speicher. Mit einem anderen Speicher, genau. Ganz genau. Herr Halle, Herr Diewald hat es eben angesprochen, diejenigen, die zuerst kommen, die werden auch zuerst malen. Sie haben ja auch das Arbeitspotenzial dort vor Ort. Also wird jetzt sozusagen die Region zwischen Leipzig, Halle und Dessau zu den blühenden Landschaften, die uns schon vor 20 Jahren versprochen, die 30 sogar schon versprochen worden sind. Ja, das hoffen wir natürlich, weil durch den Strukturwandel fallen auch wieder hochqualifizierte Arbeitsplätze weg und die müssen wir neu belegen. Und die Wasserstofftechnologien, die bieten einfach die Chance, diese gut ausgebildeten Leute dann auch weiter zu beschäftigen. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiges Thema. Wir müssen, also ich bin auch Gruppenleiter bei Fraunhofer und wir hatten jetzt 70 Jahre Fraunhofer und das Motto ist 70 Jahre Zukunft und wir müssen den Leuten in der Region durch Innovation eine Zukunft bieten. Das ist das Entscheidende für mich und wir sprechen da nicht nur über die Region, sondern auch über die Lausitz mit verschiedenen Projekten, die da angedacht sind, wo Wasserstoff auch eine wichtige Rolle spielt. Ein Beispiel zu nennen ist Progress Lausitz, das gerade in der Entwicklung ist, wo es dann eben auch um Brennstoffzellen, Mobilität und um Lieferketten geht. Und solche Standorte müssen wir entwickeln und eben in den Regionen, die vom Strukturwandel betroffen sind. Weil, ja. Meine Herren, ich denke, wir haben deutlich herausgestellt, was für eine Chance es gerade für strukturschwache Regionen ist, die Wasserstoffindustrie, aber auch für ganz Deutschland eine Riesenchance ist. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Diskussion hier auf Deutsch. Ich gehe gleich ins Englische über, denn wir wollen über eine andere strukturschwache Region in Europa sprechen, nämlich die Ukraine. Das wird gleich unser Thema. Hier aber erstmal herzlichen Dank an meine drei Herren. Großer Applaus bitte für Sie. So, ladies and gentlemen, we are now changing the stage. I hope we get some help here from somebody to change the stage because we need a standing table here. Because we are proceeding to the signing of the memorandum of understanding for the production of green hydrogen. So I'm really looking forward to welcome here on stage first, Sergei Savchuk. He's head of the State Agency of Energy Efficiency of Ukraine. Mr. Savchuk, please be welcome. Welcome here on stage.
So, ich darf da kurz darum bitten, dass wir die Stühle abbauen und einfach mal den Stehtisch nach vorne bringen. Das wäre sehr nett, genau. We're too many people here standing. Take your microphone, Mr. Savchuk. And would like to welcome also the head of the Committee on Fuel and Energy Complex, Nuclear Policy and Safety, and also member of the State Parliament of Ukraine, Oleksandr Dombrovskiy. Mm-hmm. Welcome, Mr. Dombrovskiy. It's a pleasure having you here on stage. And I would like also to welcome Oleksandr Rybkin. He's chairman of the Ukrainian Hydrogen Council. Mr. Rybkin, welcome here. We have so many people, we have to stand. I'm sorry about that, okay. So, and I also would like to announce from the Latvian Hydrogen Association, Ivas Starikovs, he's chairman of the board. Mr. Starikovs, good to have you here. So, and Herr Diewald, bitte. Yeah. And of course, Mr. Rybkos, we would like to have you here among us during the signing of this Memorandum of Understanding. It's about the production of green hydrogen. So, who, gentlemen, would like to have the word first of you? Mr. Savchuk, would you please start with your word? Dear ladies and gentlemen, it is a great honor to speak in such honorable audience. You know that Ukraine passed very hard way after the revolution of dignity. And in front of our society and our government, there were very big challenges. And among them, one of the major challenges was to make our economy energy independently. You know that in 2014, our government made all our best to reduce the natural gas consumption and substitute it. According to our results, we have managed to reduce the natural gas consumption by such categories as of consumers like district heating companies, population and budget sphere, 6 billion cubic meters natural gas annually. In 2014, our consumption was 24 billion cubic meters of natural gas by these three categories of consumers. In 2018, we consumed only 18 billion cubic meters of natural gas. And our aim is to make the reduction further. Hydrogen, we consider as one of the very important area of our work and collaboration between Ukraine's government, parliament, and German officials. And we hope that having very big dynamic of installing renewable energy capacity, hydrogen will contribute to the balancing and will contribute to export of from Ukraine through our pipeline in the nearest future. You must know that starting from 2015, our new legislation gave additional incentives for our investors to invest in renewable electricity capacities. For example, this quarter of 2019 gave additional capacities in renewable electricity up to 850 megawatt of new installed capacity. From 2015, we received more than 2,000 megawatt of installed capacity, wind, solar, biomass, biogas. So more than 2 billion euro invested in renewables from 2015 in renewables electricity. So we hope that our business and our government will contribute to increase this dynamic and to make it more sustainable. That's why we want to amend our legislation, and this is the initiative from our parliament, and Mr. Dombrovskiy, the member of parliament, will talk about our amendments to new legislation in terms of auctions. As for the hydrogen, we will initiate
a program, government program for implementing some kind like incentives for business to invest in hydrogen. And we will initiate a potential collaboration between Ukraine's government, Energy Efficiency Agency of Ukraine, and DENA, with Mr. Kuhlman and with GIZ, which we have very good collaboration in energy efficiency. So signing this memorandum, we hope we will launch new start of our and new base for our potential work, collaboration, and achieving concrete results in this area. Thank you very much, Mr. Savchuk. Would you hand over the microphone to Mr. Dombrovsky? Thank you. Dear colleagues, dear friends, first of all, I would like to say thank you for your invitation. Thank you especially for European Association, Hydrogen Association, and our partner and Ukrainian Hydrogen Association. It's very important for me and for Ukrainian delegation to be here. And also, I would like to say that world is changing all time, any minutes, and is changing everything. And what we need to know and to understand for clean world, it's very simple formula: renewable energy and energy efficiency. But after today, it's very important for me to understand that hydrogen technology is very, very important. And here, we created, together with our European partner, two documents. It's a concept for development hydrogen technologies in our country. And I would like to say thank you for our very fruitful discussion. And I hope that we will have a very good result and good luck for European Union, for Ukraine, and for all our countries. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Dombrovsky. And one of your European partners is Latvia. We have Ivar Starikovs here with us. Would you say a few words also? Just a few words. I think what is important is this family feeling what we have here. And this is one of the really the key points what I got when I was just starting as a scientist. The first time I came here, very special thanks to German Hydrogen Association. They was the one who they accepted me, and this very beginning the point, and to get the support of knowledge, industry support, funding opportunity, funding frameworks, project development experience. So it helped me. Therefore, I very honored to share this experience with the Ukraine colleagues and let's say contribute in this collaboration in a much wider perspective. Thank you. Thank you very much, Mr. Starikovs. And on behalf of Hydrogen Europe and the German Hydrogen and the Fuel Cell Association, Mr. Diewald, would you say a few words? Yes, thank you very much. Yeah, I'm very proud that we can sign this memorandum of understanding, because I think that is a very important step forward. That is the beginning of a new area. We discuss in the moment, or we see the problems are a little bit similar, perhaps on another level, but grid connection for renewable energies, to have to switch off the turbines because the energy capacity in the grids are not strong enough. We have the same discussion in Germany. And so we need some the renewable energy for mobility sectors, for the industry sectors. So it's very, very similar to industrial countries. On the other side, and we heard it more and more, especially from the oil electrical guys, hydrogen is not so efficient, and we have not enough possibilities to install renewable energies in Germany or in Western Europe. We know this with Andreas Rimkos every time, but we have efficiency. So, of course, it's for me clear that we can't produce the 2,000 terawatt hours in Germany with renewable energies. We need a partner, and we discussed in the moment, I heard a lot of North Africa and so on, but the partner is in front of us. We have the connections. There's a grid connection, the gas pipelines are there. So, for me, it makes very sense to make a win-win situation, to install renewable energies in the Ukraine, get renewable energy, to help to increase the economic, to stabilize the partnership
And for us, it's a good chance to start with the production of the equipments. So the employees are here, but they are too. And I think that is first perhaps a small sign, only a small signing, but it's a chance to go really forward. And what I think it's very important, we have here from the parliament, from the Ukraine parliament, a friend of hydrogen. And on the other side, we have this ambassador of hydrogen from the German parliament. I think that is a good sign on a fair, and we arrange it very, very shortly. And I think that is really the sign for the willingness, for the believing on hydrogen as a solution, and really not, yes, do it, it's nice, and they want to do it. And that is a sign for me, that is very important, and that gives us a good feeling that all the partners which we see here on this area, and I think 30% more customers this year, yeah, the politicians do his job, we go in a good future, and that is a good chance, and I think that is a good sign to our industry, here's a possibility to invest. And we try everything together that they find good investment conditions, good investment framework. I think that is very important for the for Germany. We need a national hydrogen association strategy. And I expect, I hope, that we'll become more. Herr Rimkus, die Tatsache, dass Sie hier sind, zeigt ja schon, dass Sie das unterstützen, dass Sie sozusagen die Chancen der Wasserstoffindustrie nicht nur deutschlandweit, sondern europäisch sehen. Bitte schön. One sentence. English. The official ambassador of hydrogen in me is really glad about this memorandum of understanding between Ukraine, Germany and Latvia. I think it's for me an honey cake day. You know what I mean? Every day when it goes forward, I said, this is Honigkuchentag. For me is really honey cake day, and wish a lot of experience, a lot of energy for us together for a good and sustainable future. Thanks. Then let's, applause. Then let's celebrate the honey cake day right now. Please, gentlemen, please sign this memorandum of understanding. So I think you are on the right and the left, so that we get the picture very well. I think you sign only one paper. Thank you very much.